Und damit begrüße ich euch zum heutigen Angespielt. Wir testen Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX2. Das direkte Sequel von IX1. Ja, also ich denke, jeder kennt das Spiel, vor allem ich. Ich habe richtig viel Ahnung, was mich jetzt hier gleich erwartet. Nein, die Videospielwelt bietet aktuell gar nicht mal so viel, was sich anspielen lässt. Wenn ihr also mal wieder Wünsche habt, schreibt sie mir super gern auf Discord, wenn ihr mal wieder ein Angespielt von irgendeinem Spiel haben wollt. Schreibt es mir einfach auf Discord und dann mache ich das natürlich für euch. Wir testen heute, wie gesagt, dieses Gunvolt Chronicles. Auch ein 2D-Action-Adventure-Spiel. So ein Plattform-Ding ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es auch ein bisschen was Mega Man-mäßiges. Aber was genau uns jetzt erwartet, da habe ich keine Ahnung. Aber wir schauen uns einfach mal rein und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und damit landen wir, glaube ich, im ersten Level jetzt. Ihr seht schon, es gibt keine direkten Gesprächssequenzen, sondern es werden halt dann bloß so in Textform diese Gespräche abgehandelt, aber sind zumindest synchronisiert. Okay, wir können uns schon mal healen, oder wie? So, was ist das? Ist heilen? Nee. Ah, kolossaler Mahlstrom. Und das ist heilen. Okay, nice. Dann haben wir uns direkt schon mal geheilt. Okay, diese Kugel ist quasi wie so eine Art kleine Magie-Dingenskirchenfee, was auch immer. Und wir sind jetzt quasi, glaube ich, in so eine Tutorial-Mission jetzt drin gelandet. Jetzt probieren wir hier mal ein bisschen. Lel, ich kann den Sand hier wegsägen. Das ist ja... Okay, ich kann fliegen. Aber ich glaube, ich komme nicht da drüber. Okay, kann ich irgendwie schneller, dass ich da drüber komme? Ah, okay, mit Wandsprüngen kann ich mir das Ding dort holen. Nicer Dicer. Also, wie gesagt, ihr habt das ja schon mitbekommen. Gespräche werden so in diesen Textfenstern erledigt. Und allgemein wird die Story auch nicht wirklich... Alright, sehr, sehr interesting. Und allgemein wird die Story auch nicht wirklich mit beweglichen Bildern erzählt, sondern eben eher mit unbeweglichen, beziehungsweise man bekommt Standbilder und dazu gibt es halt dann die Gespräche, mehr ist da nicht. Ah, okay. Ich brauche das quasi nicht nur gedrückt haben, sondern ich kann hier auch dann so ein Riesending machen. Und das kann ich dann ewig halten. Oh, das ist ja nice, Alter. Pfeifer. Nice, Alter. Das Ding kann ja sogar halbwegs. Alter Schwede, nice. Insgesamt die Grafik sehr pixelig, ja. Halte LB am Boden gedrückt. Rückschlagsport. Ah, okay. Ja, wie gesagt, allgemein sehr pixelig hier. Ihr seht das ja selber. Aber nur mein Charakter ist ein bisschen pixelig und das, was um ihn rumfliegt. Der Rest ist eigentlich schon ziemlich gut dargestellt. Na gut, so kannst du dann zumindest dann auch die Switch darstellen. Denn das Spiel ist für alle aktuellen Systeme erhältlich, inklusive PC. Ja, also egal, was ihr habt, worauf ihr spielt, ihr könnt es auf jeden Fall darauf spielen. PlayStation. Oh Gott, ich glaube, dort sterbe ich. Egal ob PlayStation, Xbox, PC oder Nintendo. Und deswegen muss dann natürlich das Gameplay herhalten. Muss ich jetzt von Anfang an? Okay. Warum wurde ich jetzt gerade gerettet von ihr? Also, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber das kam halt ein bisschen random, dass sie mich gesaved hat. Und warum leuchte ich jetzt so? Ich meine, ich bekomme ja trotzdem Damage. Also, das ist jetzt zumindest nichts, was mich irgendwie unbesiegbar gemacht hat. Zerstöre die Tonsäule, um in den nächsten Bereich zu gelangen. Okay, damit hätten wir dann Level 1 abgeschlossen? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin zumindest jetzt nicht in irgendeinem Hauptmenü. Ich meine, wenn ich jetzt ein Level abgeschlossen hätte, gehe ich ja schon mal davon aus, dass ich irgendwas gezeigt bekomme. Alright. Ich glaube, das ist jetzt eher ein Bossfight. Oder... Ja.
Bereit. Alter! Alter, der... Ich weiß gar nicht... Alter, der ist übelst stark! Okay. Ich mache jetzt mal kolossaler Malstrom. Weil, wofür habe ich's denn, ne? Wenn ich's nicht einsetze. Oh, nice! Kann ich nochmal kolossaler... Nein, das... Okay, das muss ich aufladen. Das ist gut zu wissen. Aua. Aua, Alter, als ob der das halt riecht. Okay, ich brauch Healing. Ist er down? Weil es ist alles rot? Nein, der ist immer noch nicht down. Oh, ich krieg einen Anfall, Alter. Okay, okay, das ist seine letzte. Alter, ist auf jeden Fall kein einfacher Bossfight. Habe ich noch mal kolossal... Nee, ich habe noch nicht wieder kolossaler Maelstrom. Okay, ich habe nochmal kolossaler Malstrom. Damit machen wir es jetzt. Bringen wir es zu Ende. Kolossaler Malstrom. Ich liebe solche Special Attacks tatsächlich. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Konfrontation mit der Säule. Okay. Ersten Bossfight also schon mal geschafft. Zeit 8:30. Ja, einen Stern bekomme ich dafür bald. Ziemlich scheiße, ne? Und Punktzahl 0. Na ja, gut, ist halt so, ne? Was wissen wir? Okay, jetzt sind wir in einer Art Menü, was ich jetzt schon mal leider Gottes negativ ansprechen muss. Das Spiel hat sehr, sehr viel Storytelling, ja? Was ja grundsätzlich nice ist, weil man dadurch eine Story erzählt bekommt. Stories machen Spiele aus, gar keine Frage. Aber dadurch, dass die Story wirklich bloß in diesen Textboxen und mit Bildern der Charaktere, die völlig emotionslos gucken, rübergebracht wird, ist es schon mal eher negativ zu sehen. So, was können wir denn in dem Bereich jetzt hier machen? Wir können uns Musik anhören, wir können sprechen. Ah ja. Ah ja. Alright, Säulenumland. Das ist das, was wir schon abgeschlossen haben. Vulkanblock und Dschungelblock haben wir jetzt, wo wir jeweils diese Grabwächer finden müssen. Also wir brauchen zwei Schlüsselkarten und die Schlüsselkarten befinden sich jeweils bei einem Grabwächter. Einer ist wahrscheinlich jetzt am Vulkanblock und einer am Dschungelblock. Also gehen wir mal rein in den Vulkanblock, mal ein Level Nummer 2. So, also... Vulkanblock. Hier haben wir jetzt unseren nächsten Alter. So, wir haben schon mal direkt erstmal einen ersten Damage bekommen, aber das ist ja gar kein Problem. Alter, Flammenwerfer, was ist denn jetzt los hier? So, wie bekomme ich den?
Der ist ein bisschen nervig, doch. Okay, gut, da muss ich mich einfach bloß an den Rand stellen. Oh Gott. Das wird ein riesiges. Alter Schwede. Also die machen alle ganz schön Damage. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht kaputt gehen. Okay, nice, nice, nice. Den haben wir sogar ohne Damage bekommen. Das ist da immer gut. Okay. Alles klar. Die muss ich so angreifen mit so einem Schubangriff, ja. Und ich glaube, jetzt heal ich mich erstmal. Sag mal, wie oft kann ich mich eigentlich heilen? Ist das unendlich oft, oder? Weil das... Okay, wie mache ich den jetzt platt? Also. Aua, du Knecht, Alter. Junge, Junge, ey. Aber wie oft kann ich mich bitte for real heilen? Das ist schon ein bisschen random. Dass ich mich so oft heilen kann. Also ich weiß nicht, ob ich dadurch eben dann weniger Punkte oder schlechtere Bewertungen bekomme am Ende, je öfter ich mich heale. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber, ja. Ach, hier geht's hoch! Lel, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Alright, den haben wir. So, dann machen wir dich noch kaputt. Nice. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, hier können wir uns healen. Sehr gut. Und jetzt geht's zum Boss, oder? Geht's jetzt zum Boss? Ja. Beziehungsweise muss ich jetzt fliehen. Ja. Ich hoffe, ich kann das nochmal von dem Punkt aus machen. Ah, nee, ich werde gerettet. Bringt mir nur nichts, weil ich dann nämlich gleich nochmal sterbe. Ja, das bringt mir halt gar nichts, weil ich schon in der Lava drin war. Mann. Ey, sorry, for real, das ist nicht machbar. Mann, ey, was ist das für ein Schmarrn? Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Ich hasse sowas, wenn man irgendwie... Einfach weiterlaufen. Nee. Puh, Alter Schwede.
knackig. Sehr, sehr knackig. Aber sowas kann ich auch. Also so Jump'n'Run-Passagen, da bin ich halt auch einfach nur scheiße drin. Müssen wir jetzt ganz ehrlich auch mal so festhalten. So, reicht's dann? Sind wir dann beim Grabwächter? Ja, okay. Gottes Willen. I'm not sure who started calling this place the Grave Pillar, but why not treat the dead with some respect and keep it down a little? We have no intention of fighting you. Just hand over the key to the barrier and we'll be on our way. Your request is denied. If you're trying to make off with the contents of this tower, that makes you grave robbers. My mission is to rid this place of such thieves. As workers, our purpose is to fulfill our mission by any means necessary. I, Daysight, shall obliterate every last bit of firepower I have. On guard, grave robbers! Bereit? Na dann, let's go! Kolossaler Mahlstrom! Alter Schwede. Alter Schwede, der macht ordentlich Damage, dieser Knecht. Ich heal mich erstmal. Habe ich noch mal kolossaler Mahlstrom eigentlich? Ne, dauert noch ein bisschen. Gut. Was passiert denn jetzt? Armageddon-Strahl? Alter, der sieht mich? Du kannst ja nicht mehr ausweichen. Erstmal healen. Kolossaler Mahlstrom, komm. Das sollte den wegfinishen, Alter. Aber was sollte ich vorhin gegen dieses Armageddon-Dingens machen? Jetzt mal im Ernst. Das war nicht lösbar. Das war ja überall. Du musstest Damage nehmen. Abgeschlossen. So, was bekomme ich? Bin mehrfach verreckt. Schon wieder nur einen halben Stern, oder? Oh, ich habe auf jeden Fall eine Punktzahl gesammelt. Nice, da ist er. 956. Zwei Sterne sogar. Krass. Rang B im Vulkanblock. Weiß nicht, was jetzt das Schlechteste ist. Du hast X-Waffe, Untergangsladung und den lila Schlüssel. Also, ihr Lieben, so wie ich rausgefunden habe, gibt es tatsächlich auch noch so ein paar andere Special Attacks. Ich zeige die euch mal ganz kurz, ja. Die ich auch hätte einsetzen können. Das ist einmal hier so ein Energiedingens, was, glaube ich, dem Gegner so ein Stück weit die Energie dann entzieht. Weiß nicht, ob wir dadurch dann neue Energie wieder bekommen. Ne, bekommen wir nicht, aber... Also gar kein Plan, was das Ding macht. Und dann haben wir aber dazu noch das Ding hier, wo wir uns hier so eine riesige Feuerkugel machen können. Und dann ballern wir die einfach auf den Gegner und let's go! Das ist die Fähigkeit, die wir von unserem letzten Boss geklaut haben. Richtig, richtig nice. Alles in allem macht es schon echt auch Spaß, sich hier durch die Level zu arbeiten. Es gibt ein paar knackige Passagen, es gibt aber auch ein paar Passagen, wo man relativ einfach durchkommt. Und ich glaube, wenn man sich richtig reingefuchst hat in das Spiel, macht es mit Sicherheit auch viel Spaß. Ob die 20 Euro gerechtfertigt sind, die Entscheidung, die liegt bei euch. Ja, rein grafisch und rein, was das Storytelling, die Art des Storytellings angeht, finde ich, hätte man deutlich mehr machen können.
das Gameplay an sich rechtfertigt alleine, finde ich jetzt nicht zwingend diese 20 Euro. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall zu Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX2. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Hat euch gefallen, dann schaltet gern zum nächsten Angespielt wieder ein. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.